Auf der Nebelinsel, auf der der Elfenmagier Ciri versteckt hatte, konnte Geralt sie endlich finden. Doch sie konnten ihr Wiedersehen nicht feiern, da die wilde Jagd bereits auf sie herabstürzte. Sie flohen per Teleport nach Kaer Morhen, wo ihre Freunde sie bereits erwarteten. Und hier sehen wir uns jetzt auch wieder auf Kaer Morhen, wo wir uns vorbereiten für die große Schlacht gegen die wilde Jagd. Ja, so, ich bin wieder zurück. Es war doch länger als ein Tag, aber das ist ja egal. Wir fackeln mal nicht lange rum, denn ich möchte echt wissen, wie es weitergeht. Wir laufen mal direkt. So bin ich gerannt. Okay, ich muss natürlich wieder gucken, wie alles funktioniert hat. Aber wir laufen direkt dahin, wo wir hin müssen. Wir schleifen mal unser Schwert, das wird bestimmt von Vorteil sein. Und es war wahrscheinlich keine besonders schlaue Idee, gerade dann eine Pause zu machen, wenn man... Sie ist eine von uns, Geralt. Wir lassen nicht zu, dass sie sie kriegen. Danke, mein Freund. Verdammter Schrott. Keine gute Idee, wenn man gerade eine große Schlacht vor sich hat, Pause zu machen, fällt mir jetzt gerade so ein, aber okay. Grüß dich, Wolf. Vielleicht sollten wir aber noch mit ihnen reden. Eske. Ich brauche Ruhe, muss mich vorbereiten. Okay, mein Freund, dann bereite dich vor. Wir schauen mal, wo die drei Damen hingegangen sind. Bedeutungsvoll schwingen die Türen auf. Ah, Damen. Du bist hier. Natürlich bin ich hier. Vielen Dank, dass ihr beide gekommen seid. Keine Ursache. Aber du hast vergessen, mich einzuladen. Spar dir die Entschuldigung, Geralt. Wes hat ihre Wut unterwegs an mir ausgelassen. Sie ist fast darüber hinweg. Sind wir wirklich nur so wenige? Leider ja. Ich wünschte echt, wir wären mehr. Aber es ist nun mal leider so. Ja. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Wir sehen uns um. Ich muss mich mit dem Schlachtfeld vertraut machen. Mach das, Wes. Sei das Schlachtfeld. Spüre das Schlachtfeld. Geh mit dem Schlachtfeld Abendessen. Ah, eine Bogenschützin. Der ist hoch genug. Du lässt ihn jedes Mal sinken, wenn du die Seele loslässt. Außerdem verlangen Brandprojektile eine andere Flugbahn. Aha. Der große Meister, der nur da sitzt und Pfeife raucht, und die Schülerin. Ich verstehe. So, geh hier mal vorbei. Gut. Da führt uns der Weg lang. Ich bin gerade ein bisschen irritiert nebenbei vom anderen Monitor, weil ich da die Aufnahme jetzt auch mitsehe. Probiere ich heute mal aus, aber es irritiert mich ein bisschen. Also Entschuldigung, falls ich zwischendurch vielleicht mal kurz so abgelenkt wirke. So, wir gehen... Ah, jetzt gehen beide Türen auf. Und wir betreten die Hallen von Kaer Morhen erneut. Können wir... Ah, gut, wir können ja auch rennen. Ruft alle zusammen. Wir müssen reden. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Sie ist hinter Ciri her. Will sie mitnehmen? Wir werden sie aufhalten. Woher willst du überhaupt wissen, dass die Jagd auftaucht? Sie weiß immer, wohin ich mich teleportiere. Und sie bewegt sich blitzschnell von Ort zu Ort. Und wie lautet unser Plan? Wir müssen die Initiative ergreifen oder jeder wird eine Aufgabe haben. Dass jeder eine Aufgabe hat, heißt ja nicht unbedingt, dass wir nicht die Initiative ergreifen können. Initiative würde heißen, wir greifen zuerst an, nehme ich an. Jeder hat eine Aufgabe oder wird eine haben, ist wahrscheinlich, wir verschanzen uns hier und dann zum Beispiel Wes schießt einen Bogen und was weiß ich, Wesemir
zaubert oder so, oder kämpft mit einem Schwert. Wir sind sehr wenige. Ich bin mir nicht sicher. Ah, Mist. Ich glaube, es ist besser, wenn wir hier bleiben und jeder eine Aufgabe bekommt und wir nicht die Initiative ergreifen. Wir bleiben schön hier und sind leise, und wenn sie kommen, dann werden wir zuschlagen. Wenn das so ist, wie ich mir das jetzt vorstelle. Wir sind nicht viele, aber ich würde jedem von euch mein Leben anvertrauen. Arbeitet zusammen, dann können wir die Jagd besiegen. Wenn sie angreifen, wird Yen die Festung mit einer magischen Kuppel abschirmen. Die Jagd muss außerhalb der Mauern landen. Wenn sie im Wald verstreut sind, könnten wir kleine Gruppen von Reitern verfolgen. Einen Freiwilligen für die Jagdgesellschaft gibt es schon. Ich bin der Zweite. Die Jagd wird versuchen, durch Navigatorenportale in die Festung einzudringen. Gegen diese Art von Magie kann ich nichts ausrichten. Deshalb müsst ihr so viele wie möglich schließen, während ihr im Wald kämpft. Lambert wird Demeritium-Bomben für uns herstellen. Weißt du die Formel noch? Aber klar. Ausgezeichnet. Irden müsste auch bei den Portalen funktionieren. Ich gebe jedem von euch außerdem noch ein Amulett, das ihr durchbrechen könnt, um unsichtbar zu werden. Aber der Zauber hält nur, wenn ihr stillsteht oder euch langsam bewegt. Wenn ihr hastige Bewegungen macht oder gegen Feinde kämpft, seid ihr sichtbar. Außerdem können sie euch hören und riechen. Wenn ihr auf eine große Einheit stoßt, greift nicht an. Gebt Triss Bescheid. Sie unterstützt euch. Ich warte auf euer Signal. Sobald ich es sehe, lasse ich Feuer auf den Wald regnen. Wir müssen natürlich zusammenarbeiten, aber Ciri ist auch wichtig. Aber wir können beide Optionen sagen, da sie ja weiß sind. Also sagen wir erstmal, wir müssen auf jeden Fall zusammenarbeiten, so wenige Leute wie wir sind. Vergesst nicht, dass wir nicht sehr viele sind. Wir müssen uns gegenseitig helfen, uns unterstützen. Wenn etwas schief geht und die Jagd uns in die Defensive zwingt, ziehen wir uns zurück und verteidigen die Tore der Festung. Der innere Burghof ist unsere letzte Verteidigungslinie. Wenn wir sie dort nicht aufhalten, sind wir verloren. Ciri ist bei dieser ganzen Sache am wichtigsten. Die Jagd ist hinter ihr her und wir müssen sie um jeden Preis verteidigen. Was soll ich machen? Du bleibst im Burgfried. Wenn sie durchbrechen, werden wir alle kommen, um dir zu helfen. Das kommt nicht in Frage. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Daran zweifelt auch keiner. Aber erinnerst du dich noch an den wichtigsten Moment bei der Monsterjagd? Warte auf eine Gelegenheit. Nach der Ratsversammlung gebe ich dir ein Amulett. Wenn du es benutzt, landet ein Feuerball dort, wo du stehst. Für den Notfall. Wird sie dann aber nicht auch gegrillt, eventuell? Was können wir sonst noch verwenden? Wenn ihr die Jagd im Wald angreifen wollt, kann ich ein paar Fallgruben ausheben. Nach Art der blauen Streifen. Das heißt? Tief wie die Hölle. Am Boden voller spitzer Pflöcke. Ich habe diese Mahakama-Mischung mitgebracht. Brennt wie knochentrockener Salpeter und klebt einfach an allem. Wir füllen ein paar Fässer, stellen sie in einen engen Durchgang und jagen sie im richtigen Moment hoch. Weißt du, dass wir hier auf einem riesigen Gasvorkommen stehen? Ich könnte Spalten im Boden öffnen und Explosionen erzeugen, aber das müsste ich vorbereiten. Es gibt noch das Labor und die Werkstatt. Vergesst eins nicht. Unsere Ressourcen sind knapp bemessen, unsere Zeit noch knapper. Wir müssen überlegen, welche Waffen gegen die Jagd am nützlichsten sind. Das stimmt. Wir müssen dem Labor und der Werkstatt jeweils einen Waffentyp zuweisen. Natürlich müssen wir das entscheiden. Was können wir im Labor machen? Reden wir über die Werkstatt. Ich weiß ja nicht, was genau sich da drin jetzt befindet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein Chemielabor ist, wie man es aus der Schule kennt, mit Erlenmeyer-Kolben und so ein Zeug. Die Werkstatt? Was sind in der Hexerwerkstatt drin? Ich weiß es nicht. Ich frage einfach mal, was können wir im Labor machen? Wer möchte das Labor benutzen? Ich habe angefangen, Tränke zu brauen. Das würde ich gerne beenden, wenn ich darf. Ich könnte noch mehr von diesen Hexerfallen vorbereiten, aber dazu bräuchte ich die ganze Laborausrüstung. Natürlich müssen wir es entscheiden. Okay, kurz nachdenken. Tränke oder Hexerfallen? Was genau sind denn Hexerfallen?
Getränke sind natürlich auch gut. Wir wissen aber nicht, was für Tränke er meint. Oh Mann, ich hasse Entscheidungen in Spielen. Okay, Moment, ich denke mal kurz nach. Wir haben ja schon ein paar Tränke. Da würde ich eher sagen, er soll die Hexerfallen machen. Wir sind nicht viele. Darum brauchen wir so viele Fallen wie möglich. Reden wir über die Werkstatt. Ich wollte die Mauer reparieren. Aber wir brauchen das Werkzeug auch, um die Trümmer aus der Schmiede zu schaffen. Trümmer? Weißt du das nicht? Vor ein paar Jahren ist das Dach eingestürzt. Hat ein paar exzellente Schwerter begraben. Die könnten wir gut gebrauchen. Die Mauer ist genauso wichtig. Wenn sie hier durchkommen, ist die Belagerung schnell vorbei. Ja, da hat er recht. Da muss ich der Mauer definitiv die wichtigere Priorität zuweisen. Weil wir haben die Mauer schon gesehen und wir konnten da auch einfach so durchlatschen. Wir können nicht zwei Eingänge gleichzeitig bewachen. Das Schließen der Mauer hat Vorrang. Wir haben keine Zeit, noch viel mehr zu tun. Alles erledigt? Ich denke, es ist so okay. Ich hoffe, es ist so okay. Aber ich habe irgendwie voll Angst vor dem Kampf. Na gut. Ja, erledigt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. An die Arbeit. Fassen wir zusammen. Yennefer erschafft eine magische Barriere, um den Hauptansturm zurückzuschlagen. Das sollte sie in den Wald treiben. Dort warten Lambert und Geralt. Sie benutzen das Dimerizium, um die Navigatorenportale zu schließen und so viele Krieger wie möglich am Betreten der Festung zu hindern. Triss wartet auf ihr Signal und gibt den Reitern dann Saures. Alle anderen werden gegen die Gegner kämpfen, die es bis in die Festung schaffen. Falls etwas schief geht, geben wir den äußeren Hof auf und ziehen uns in den Burgfried zurück. Denk dran, Ciri darf Eredin nicht in die Hände fallen. Das ist das Wichtigste. Sehen wir uns den Plan der Festung an und überlegen uns die Details. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir etwas Wichtiges vergessen haben. Denk einfach nicht dran. Denk einfach nicht dran. Sagt er, wenn wir sagen, wir denken, wir haben was Wichtiges vergessen? Wie laufen die Vorbereitungen? Das ist, glaube ich, das Wichtigere. Was ist fertig? Wir hatten wenig Zeit zum Vorbereiten, also nicht viel. Ich bringe euch alle in Gefahr. Unnötig. Du machst dir zu viele Sorgen. Schau nicht so grimmig. Wir schaffen das. Danke für alles. Ich sattle die Pferde. Komm, wenn du bereit bist, in den Wald zu reiten. Verlasse die Festung und begib dich zu Lambert, wenn du bereit bist. Der wilden Jagd entgegenzutreten. Wirklich bereit werde ich wahrscheinlich dafür niemals sein. So, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Wir hatten für diese Stufe noch eine neue Axt, das weiß ich noch. Charakter. Wir haben wieder einen Punkt zu vergeben. Es ist natürlich, wo packen wir den hin? Ich würde den am liebsten auf Igni packen. Damit die Intensität erhöht wird. Und dann können wir jetzt noch ein Mutagen einführen, sehe ich. Das finde ich toll. Da packen wir da natürlich ein rotes rein. Aber da würde ich vielleicht lieber noch ein großes herstellen. Das sind alles... Ich weiß nicht, sind das kleine oder große? Angriffskraft 5? Ich gucke gleich nochmal. Moment. Alchemie? Ja, ich weiß doch, wie man das anheftet. Das brauchst du mir... Ist okay. So, mach das mal zu. Großes blaues. Großes rotes. Okay.
Okay, ich glaube, dann haben wir... Ach nee, hier. Das hängt sich kurz vorher immer auf. Da habe ich immer Angst, dass irgendwas kaputt geht. Ich stelle kurz alle her, die gehen. Ach, das war's. So, dann ein großes rotes. Blim. Okay, und dann können wir jetzt... Moment. Mache ich doch mal noch so ein blaues. Noch ein blaues. Hatten wir davon zufällig noch eins? Nein, natürlich nicht. Mist. Na gut, mache ich das auch noch einfach, damit, wie heißt, damit das Inventar wieder ein bisschen freier ist. Also, die Mutagen-Sammlung sozusagen. So. Können wir noch irgendwas herstellen, was uns eventuell... Warum ist da absolut... Achso, weil wir eins herstellen können. Mal sehen, die Bomben bereits im Besitz, Zutaten fehlen. Was ist denn das hier? Stammel oder Stammelforstkraut, Staub. Okay, und hier auch. Das besitzen wir schon, da haben wir die Zutaten nicht. Da sind Questsachen, Tränke. Können wir hier eigentlich... Schneesturm verbessert Reflex- und Reaktionszeit. Oh, das gefällt mir gut. Das ist irgendwie schön. Verbessert das Katze. Oh, können wir noch irgendwas machen? Verbesserter Waldkaut. Beschleunigt die Regeneration der Aufdauer, verlängert Wirkdauer, Vollmond, erhöht maximale Vitalität. Hm. Weißer Honig. Hier die Vergiftung auf. Und hier fehlen uns jetzt Zutaten. Ja, da fehlen uns überall Zutaten, okay. Die Öle kann ich zumachen. Gut, dann sind wir hier fertig. So, jetzt Inventar. Es sind die letzten Vorbereitungen jetzt vom Kampf, sozusagen. Wir haben diese neue Axt. Sie steht uns sehr gut zu Angesichte, genauso wie davor auch schon. So, und die sind alle... All die hier sind besser. Ich nehme die einfach mal. Moment, was sind das? Stumpfe. Nee. Wer möchte den stumpfe Armbrustbolzen? So, wir haben alle Slots belegt, okay. Das bringt uns also nichts mehr. Und jetzt packe ich da noch ein Mutagenchen rein. Ein Mutantengen. Guck mal, jetzt hat's da. Wo ist denn. Ich sehe den Mauspfeil, den Cursor immer nicht. Wo ist da hin? Ich habe den Cursor gerade nicht mehr gesehen. Ist komisch. So. Schon wieder weg. Willst du mich verarschen? Da ist er wieder. Jetzt ist er wieder weg. Irgendwas scheint hier gerade nicht ganz zu funktionieren. Moment, ich gehe mal ganz raus aus dem Inventar. Nochmal rein. Oder bin ich jetzt zu doof geworden, um Mutagene zu nutzen? Jetzt geht's wieder. Komisch. So, wo sind jetzt die Großen hin? Aha. Ja, mein großes Grünes. Oh, ein großes Grünes. Das da ist schon ein großes Blaues. Dann packe ich da. Packe ich das mal rein. Ich schlichte da mal kurz ein wenig um. Moment. Du, was bist du überhaupt? Aha, wir bekommen dazu gar keine Erklärung mehr. Dann starker Angriff, schneller Angriff, Muskelgedächtnis ist kurz hier weg, damit ich mir das merke, sage ich das. Dann schneller Angriff, Muskelgedächtnis da unten reinpacken. Sehr schön. Sehr schön. So, und dann, da ist der Cursi. Dann haben wir, also ich möchte auch gern so eins benutzen, auch wenn es sich überhaupt nicht hier mit irgendwas addiert, aber einfach damit wir mehr Vitalität haben. Und das packe ich jetzt noch da rein.
Ich weiß, es ist nicht das Optimalste, so wie ich das hier mache. Mutant. Ich glaube, weil wir jetzt alle... Genau, fülle alle Mutagenplätze. Ja, ich weiß, es ist nicht das Optimalste, wie ich das hier so platziere. Aber ich hoffe, es reicht für unseren Zweck. So, können wir jetzt noch hier mit Siri reden? Hi, Siri. Kann ich dich kurz sprechen? Oha, jetzt wird's ernst. Sie sind hinter dir her. Was auch passiert, du darfst dich nicht in Gefahr begeben. Soll ich nur da sitzen und warten, während andere ihr Leben für mich riskieren? Hör nur dieses eine Mal auf mich. Tu auf keinen Fall etwas Unbedachtes. Behandle mich nicht wie ein Kind. Das habe ich nicht mal getan, als du noch eines warst. Ich mag's, wenn du lächelst. Komm her. Alles wird gut. Oh, die sind so süß. Ich kann Siri da schon verstehen. Wir alle riskieren unser Leben für sie und sie darf gar nichts machen. Also soll gar nichts machen. Soll sich verstecken, schön ruhig bleiben. Ich gucke mal noch kurz, ob ich irgendwas einpacken kann. So, ich denke da an... Na, wir sind an Trophäen. Haben wir gar keine mehr mit. Okay. Was ist hier? Plunder. Okay. Weg vom Plunder. Nicht auf die Kiste drauf. So, Siri, was machst du? Ach, sie übt ein bisschen. Okay. Wir meditieren noch einmal kurz. Hat sich das jetzt alleine aufgefüllt? Tatsächlich, man muss nur noch in das Menü rein. Interessant. So. Falsche Taste. Ich gehe mal noch hier zu diesem... Genau, hier zu diesem Rüstungstisch. Dann gehe ich noch da hinten. Warte, wo ist es denn? Ich sehe es auf der Karte. Ach, da, versteckt. Hinter den ganzen Schwertern. So. Okay, ich würde mal sagen, wir sind bereit. Mehr oder weniger zumindest. Ich hoffe, wir sind bereit. Ich hoffe so, dass wir überleben, dass Siri nichts passiert, aber so wie ich das Spiel kenne, wird es anders kommen. Seht ihr das? Es geht los. In den Wald. Sofort.